Fragen Sie mal die Leute, was sie im Urlaub alles treiben. Wenn ihr wisst, dann muss ich mich healing, so das. Nur Action, Nervenkitzel. Weil ich sage, im Urlaub, da bin ich doch schon damit ausgelastet, dass ich am Strand hocke und dem Meer beim Vor- und Zurückfließen zuschaue. Es langt mir als Urlaubsbeschäftigung vollkommen. Ja. Und wissen Sie, wann ich merke, dass ich vollkommen erholt bin? Wenn ich am Strand hocke, in den Himmel schaue und mich für die Wolken belästigt fühle, ich weiß gar nicht, so hektisch immer runterwuselt. Aber ich sage immer zu den Leuten, schaut zum Duden rein, was ist die Definition von Urlaub? Da steht, arbeitsfreie Zeit, die jemand zum Zwecke der Erholung erhält. Erholung! Da steht nicht Action-Nervenkitzel, Freeclimbing, Wildwasser-Rafting, Trekking-Tour durch den Amazonas. Da steht nichts von ganzen Sightseeing-Programmen, die abgearbeitet werden müssen. Da steht übrigens auch nichts davon, dass man die Seele baumeln lassen muss. Gell? Schreiben Sie mir über diese Wellnessurlaube. Das hasse ich. Sag mal, da kann man die Seele so schön baumeln lassen. Bin fast 48, es hängt eh schon fast alles, dass man sich die Seele auch noch baumeln lassen. Leck mich doch am Arsch.